Auch recht herzlich begrüßen heute zu dem Vortrag quasi als Vorsprecher, bevor dann der tolle Sektempfang beginnt. Den Vortrag, den ich Ihnen mitgebracht habe, der schlägt viele Buzzwords. Also Sie sehen hier, ich rede jetzt über künstliche Intelligenz, Blockchain und Gamification, wie Algorithmen Wertschöpfung generieren. Das heißt, es sind ja wirklich alle Schlagworte reingepackt worden, die es momentan so gibt. Das Ganze dauert ungefähr 45 Minuten. Der Fokus liegt auf der KI und ich nehme Sie jetzt einfach mit in so eine Reise, bei der ich Ihnen erstmal zeitlich aufzeigen will, wie lange gibt es eigentlich diese Forschungsgegenstände. Künstliche Intelligenz, das ist ein Thema seit den 1950er Jahren, das heißt ungefähr seit 70er Jahren gibt es das. Die Blockchain gibt es seit 10 bis 12 Jahren, sage ich nachher was dazu. Und Gamification ist ein Forschungsgegenstand, den gibt es 20 Jahre. Algorithmen gibt es viel, viel länger, das erzähle ich Ihnen gleich. Das heißt, wenn wir hier jetzt uns mit dieser Thematik beschäftigen, ist es ein sehr junges Forschungsgebiet. Das heißt, die Erde, wie wir sie kennen, ist vor vielen Milliarden Jahren, 13,5 Milliarden Jahren, durch den Urknall entstanden. Das heißt, wenn wir uns jetzt mit den digitalen Technologien auseinandersetzen, ist es in der Entwicklungsperiode ein ganz kurzes Zeitfenster, was wir im Fokus haben. Die Erde als solche, wie wir sie kennen, war lange Zeit nicht so nett, wie wir diesen blauen Planeten heute erleben. Zu Recht haben wir die aktuelle Diskussion über den ökologischen Fußabdruck und die Umweltverschmutzung, aber die Erde war auch immer ein Planet im Universum, der vielen Veränderungen unterlegen hat. Also ich habe Ihnen mal hier ein paar Bilder eingeblinkt, die Lava gab es, dann bevor der Jupiter die ganzen Asteroiden abgefangen hat, gab es hier lauter Einschläge im Golf von Mexiko und irgendwann ist dann das Leben entstanden bei sogenannten Black Smokern am Meeresgrund, ist dann durch Zellteilung und Zellmutation das Leben entstanden und wir machen jetzt einen riesen Zeitsprung, das heißt, vor 300 Millionen Jahren gab es dann schon ein Hai beispielsweise, also ein Lebewesen, das heute immer noch existent ist. Und dann habe ich Ihnen mitgebracht hier mein Lieblingstier, ein Alligator aus Florida, keine Angst für die Tierschützer unter Ihnen, die werden da gezüchtet, so wie wir Schweine züchten und dann komplett verwertet. So ein Alligator ist ein Reptil und kann sowohl im Wasser als auch an Land leben. Das heißt, Sie sehen hier so einen Alligator am Strand, eines der ältesten Lebewesen, ist seit 250 Millionen Jahren auf der Erde, war schon da, als die Dinosaurier gab. Und ich frage mich immer, wenn der Herr Sandner mir seine Urlaubsbilder schickt aus Florida, warum der sich so toll wohl da fühlt. Und ein Erklärungsansatz, wenn ich mir dann immer die ganzen Stories angehört habe, über die Sonne, über das Meer, ist meine Konklusion, okay, dem gefällt es da so gut, weil wir alle ursprünglich aus dem Meer, alle ursprünglich aus dem Wasser kommen, wie so ein Alligator. So sieht der Sandner nicht aus, das ist kein Urlaubsfoto von ihm, ich möchte auf was anderes hinaus. Was Sie hier sehen, ist die Spezie Mensch. Wir sind das einzige Lebewesen dieser Erde, das schon mal geschafft hat, sein Habitat zu verlassen, und zwar die Erde zu verlassen. Wir sind zum Mond geflogen und der Elon Musk hat auch schon mal einen Tesla vorsichtshalber Richtung Mars gesendet. Das ist sehr, sehr schwierig und jetzt fragen Sie sich, warum hole ich damit so weit aus? Weil wir beschäftigen uns ja mit künstlicher Intelligenz und die künstliche Intelligenz versucht im Wesentlichen das, was das menschliche Gehirn leistet, zu replizieren. Lange Zeit ist das menschliche Gehirn evaluiert worden. Es gab immer Mediziner, die sich damit intensiv auseinandergesetzt haben, dass die Informatiker sich mit dem Thema nähern. Das gibt es erst seit 70 Jahren ungefähr. Und ich habe Ihnen mal hier mitgebracht so ein Modell, das normalerweise Medizinstudenten nutzen. Das heißt, das ist ein Replikat von so einem menschlichen Kopf und da können Sie dieses Gehirn rausnehmen. Das ist das wichtigste Organ, was wir haben, wiegt ungefähr 1,4 Kilo und besteht aus zwei Hirnhälften und da passieren elektromagnetische Vorgänge und biochemische Prozesse. Das heißt, das wird alles analysiert und auseinander evaluiert. Ich gebe das einfach mal rum, mach es nicht kaputt, war sehr teuer. Ursprünglich wollte ich so eine Kokosnuss weitergeben, aber ich habe gesagt, nee, ich gebe mal das Originalmodell weiter.
So, und jetzt komme ich ein bisschen mehr auf den Punkt. Was die Wissenschaftler versuchen, ist, dass sie diese Gehirnströme messen. Und da gab es riesige Entwicklungssprünge in den vergangenen Jahren. Was Sie hier sehen, ist ein sogenanntes BCI, Brain-Computer Interface, mit dem geforscht wird. Das heißt, basierend mit der Technologie dieses BCIs ist es möglich, Gehirnströme zu erfassen. Und ohne, dass Sie irgendeine andere Aktivität vornehmen, können Sie ein Videospiel mit Hilfe dieses BCIs, Brain-Computer Interface, das ungefähr zwischen $400 und $1,000 kostet, steuern. Das heißt, Sie setzen das Gerät auf, konzentrieren sich, Sie können akzelerieren, das heißt, Sie geben Gas, dann gibt das Auto im Videogame Gas, Sie können bremsen, links, rechts steuern. Funktioniert, können Sie alles ausprobieren. Das ist ein Beispiel basierend auf der Sensorik. Es gibt andere Sensorik-Elemente, wie beispielsweise die Kameras. Hier sehen Sie die Technologie, die von Microsoft entwickelt wurde, Azure Connect. Kinect kommt aus dem Videogames-Bereich und diese Kamera macht nichts anderes, als Bildpunkte abzugreifen, zu erkennen, das sind Datenpunkte, die dann in Big Data konsolidiert werden und in eine Game Engine exportiert. Also hier in Unity, das ist die gängigste Game Engine. Und die dient dazu, ganz einfach Daten zu verarbeiten und ganz interessante Sachen, die ich Ihnen gleich nochmal zeige, zu optimieren. Dann gibt es viele von Ihnen, die eine Alexa zu Hause haben. Wer hat eine Alexa? 3, 4, wir haben 3 zu Hause. Immer wenn ich mit meiner Frau über Geld rede, versuchen wir entweder die Alexa auszuschalten oder den Raum zu verlassen. Weil es ist auch bekannt, dass die Amazon-Mitarbeiter sich alles anhören, was sie da kommunizieren. Das ist aus datenrechtlichen Gründen schwierig, aber im Hinblick auf die künstliche Intelligenz sehr, sehr wichtig, weil das ist ein Baustein, den nennt man Spracherkennung. Das heißt, Spracherkennung ist sehr, sehr wichtig, Bilderkennung ist sehr, sehr wichtig. Und wenn Sie beide Elemente mit dem Algorithmus kombinieren, sind Sie sehr schnell bei der Robotik. Das würde jetzt heute zu weit führen, da könnte ich jetzt 2 Stunden drüber reden. Ich wollte Ihnen nur noch mal sagen, es ist wichtig, dass Spracherkennung, Bilderkennung funktioniert und das Ganze in Kombination mit dem Algorithmus führt zu künstlicher Intelligenz. Und da stellt sich zunächst mal die Frage, was ist überhaupt ein Algorithmus? Diejenigen, die von Ihnen Informatik studieren, wissen das, aber ich dachte mir, weil es ein populärwissenschaftlicher Vortrag ist, erkläre ich Ihnen das nochmal kurz. Ein Algorithmus ist nichts anderes, als wenn Sie in die Literatur einsteigen, eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems. Das hört sich jetzt sehr simpel an, aber de facto ist es auch so. In der Literatur finden Sie dann immer den Hinweis auf ein Kochrezept und de facto ist ein Kochrezept ein Algorithmus. Das heißt, wenn Sie die Problemlösung haben, einen Kuchen zu erstellen, ist hier mal aufgelistet worden, was zu tun ist. Sie kaufen zuerst die Zutaten ein, dann backen Sie den, nach 30 Minuten haben Sie einen Kuchen, dann haben Sie quasi einen Algorithmus gesehen und praktisch umgesetzt. Natürlich kommen Sie heutzutage mit der KI nicht weiter, wenn Sie sich damit auseinandersetzen, wie Sie einen Kuchen backen, sondern die Frage ist, wie kann ein Algorithmus Wertschöpfung generieren? Und da muss man dann mal einen Blick nach Kalifornien werfen. Da sitzen die wichtigsten Unternehmen, wenn es um künstliche Intelligenz geht, namentlich Amazon. Jeder von Ihnen hat schon mal bei Amazon bestellt und weiß, dass Amazon eines der führenden Unternehmen für KI ist. Wenn Sie jünger sind und Uber nutzen, ist es auch ein Unternehmen, das sehr stark mit KI arbeitet und das Algorithmen regelmäßig einsetzt. Und die Algorithmusformen, die hier genutzt werden, das sind sogenannte Empfehlungsalgorithmen, die dann durch eine Recommendation Engine dazu führen, dass die Produkte, die Sie kaufen oder nutzen, Wertschöpfung generieren. Ja, ich habe das hier mal eingeklinkt. Jeder kennt diese Amazon, den Amazon Interface. Hier habe ich eingegeben an Dairy, dann kommt mein Buch. Der Algorithmus findet es sehr, sehr schnell. Dann sagt er, hey, bist du interessiert, auch noch andere Produkte zu kaufen, die die Käufer dieses Artikels gekauft haben. Der Algorithmus schlägt das vor, idealerweise gehen Sie zum Checkout-Point, kaufen diese Bücher, und dann wurde der Wertschöpfung durch den Algorithmus monetarisiert, durch den Verkauf von Produkten bei Amazon. Genauso ist es auch bei Airbnb, bisschen anderes Monetarisierungsmodell. Airbnb nimmt eine sogenannte Transaction Fee, um den Algorithmus zu monetarisieren, aber so funktioniert es bei den großen Unternehmen
die heute sehr, sehr erfolgreich sind. Ein Algorithmus, ich habe es schon gesagt, ist im Prinzip nichts Neues, wurde schon vor 300 Jahren von Euklid niedergeschrieben. Der Name oder der Begriff kommt allerdings von einem Mathematiker, einem persischen Mathematiker, der führend war, ungefähr 1780 nach Christus, und der Name wurde latinisiert. Ja, ich kann es nicht aussprechen, ich kann weder Persisch noch Arabisch, aber der Name Algorithmus kommt von einem arabischen Gelehrten um 1730. Jetzt kommen Sie natürlich mit so einem Algorithmus, der 730 entwickelt wurde, heute nicht weiter. Das heißt, es ist sinnvoll, sich mal ein anderes Unternehmen anzuschauen, das mit Algorithmen sehr, sehr erfolgreich ist, und das ist Facebook. Facebook ist Ihnen ja bekannt durch alle möglichen Datenskandale, aber auch durch das regelmäßige Nutzen von den Facebook-Anwendungen. Wenn Sie in die Literatur einsteigen, können Sie auch so einen Facebook-Algorithmus ziemlich simplifiziert darstellen. Das ist aber sehr, sehr, sehr aus der Helikopterperspektive. Was dann natürlich passieren muss, ist, dass der Algorithmus in einen Computeralgorithmus erstellt werden muss. Und das passiert regelmäßig oder passiert dadurch, dass gecodet wird. Das heißt, Sie haben tausende Zeilen von Code, die den Algorithmus übersetzen, Computeralgorithmus. Tausende Stunden von Softwareingenieursleistung. Und ich fand es ganz charmant, als ich das erklärt habe in der Vorlesung, da hat eine Studentin dann gesagt, ja, dann ist ja eigentlich ein Algorithmus nichts anderes als eine To-Do-List für einen Computer. Das fand ich ganz interessant und wollte Ihnen das mal zeigen. Wenn Sie tiefer einsteigen, wissen Sie, dass Facebook, Instagram, die meist oder eine der meistgenutzten Social-Media-Apps ist, besitzt oder das Unternehmen gekauft hat. Genauso ist es auch mit WhatsApp. Und Facebook greift alle Daten ab und wertet die auch gnadenlos aus. Entweder werblich, wie Sie das hier sehen, das heißt, Sie bekommen dann irgendwelche Sponsors-Posts eingeklinkt, oder die Daten werden ganz einfach verkauft. Bekannt ist Donald Trump, der Präsident in den USA wurde, weil die Daten von Facebook genutzt wurden und dann die unentschiedenen Wahlmänner in Wisconsin und Michigan durch den Facebook-Algorithmus beeinflusst wurden. Es gibt aber ein anderes Unternehmen, das sehr, sehr erfolgreich ist und mit diesen Empfehlungsalgorithmen arbeitet, das ist Netflix. Wer von Ihnen hat denn Netflix? Ja, das sind schon ein paar mehr. Netflix, ich habe Ihnen mal hier den Vorstand eingeklinkt oder den Gründer von Netflix. Wenn Sie Netflix-Aktien gekauft haben, wenn Sie Amazon-Aktien gekauft haben, sind Sie sehr, sehr glückliche Menschen, weil hier ist ganz einfach mit künstlicher Intelligenz auch Wertschöpfung generiert worden für die Aktionäre. Die Aktie ist sehr, sehr gut gelaufen. Und das kommt daher, weil Netflix immer dann, wenn Sie sich auf der Couch liegen und Fernsehen schauen oder Netflix schauen, Sie sich einloggen. Das heißt, Netflix fragt Sie, wer schaut denn jetzt gerade mit diesem Netflix-Account? Das heißt, Sie locken sich hier ein, dann werden Sie, erkennt der Algorithmus, okay, jetzt schaut hier in diesem Fall der Christian, und dann wird mit einer Technik, die nennt sich Collaborative Filtering, ganz einfach werden die Daten gescreent und strukturiert. Das heißt, ach so, der Christian, dem gefallen die Terminator-Filme. Wenn man sich das anschaut mit anderen Usern, die in Big Data dann zur Verfügung stehen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihm auch X-Men-Filme gefallen. Das heißt, das ist ein Algorithmus, ein Empfehlungsalgorithmus, der da im Hintergrund läuft. Hier sehen Sie mal das Interface, so sieht die Maske aus. House of Cards, sehr, sehr erfolgreiche Serie bei Netflix. Momentan ist die Top-Selling-Serie bei Netflix The Witcher. So ein Fantasy-Setting wie Game of Thrones, und es ist die erfolgreichste Serie, die gestartet wurde auf Netflix. Genauso ist es auch bei Amazon Prime. Die haben ein bisschen anderes Monetarisierungsmodell, aber auch hier gibt es einen Empfehlungslogarithmus, Algorithmus. Das heißt, Sie bekommen die Empfehlung, welche Movies interessieren Sie, und wenn Sie momentan Amazon Prime nutzen, sehen Sie, dass die erfolgreichste Serie bei Amazon Prime, Star Trek Picard, ist sehr, sehr sehenswert. Schauen Sie sich das an, momentan ist nur eine Episode hochgeladen mit dem beliebtesten Captain von Star Trek. Das, äh,
Dass das kein Hexenwerk ist, sehen Sie hieran. 35% aller Amazon-Umsätze werden generiert durch eine Recommendation Engine. Das beinhaltet nicht nur, was Sie bei Amazon Prime sehen, sondern auch die Kaufentscheidung, die Sie treffen, wenn Sie regulär bei Amazon einkaufen. Und bei Netflix, da ist ja das Businessmodell ein bisschen mehr fokussiert, ist es so, dass 75% der User die Entscheidung, was sie sehen, basierend auf dieser Recommendation Engine folgen. Das heißt, hier ist es wirklich so, dass die Algorithmen Wertschöpfung generieren. Dann gibt es ein anderes Unternehmen, dessen Produkte sie auch regelmäßig nutzen, Google, und Google hat YouTube gekauft. Und einer der wichtigsten Algorithmen wurde von dem Larry Page entwickelt, das ist einer der Gründer von Google, hat sich jetzt aus dem Management zurückgezogen, ist Milliardär, hat 20, 25 Jahre gearbeitet und er hat den sogenannten PageRank entwickelt für die Search Engine. Das heißt, wenn Sie auf Google gehen, was Sie als Keyword eintragen, läuft es durch den Google-Algorithmus durch und dann bekommen Sie immer diese Suchergebnisse, die Sie ja täglich entweder im Mobile oder stationär nutzen. Dieser PageRank ist nicht zu verwechseln mit dem Rang der Anzeige bei dem Ranking. Das heißt, wenn Sie das Keyword eingeben, was wird zuerst vorgeschlagen, sondern kommt wirklich von dem Namen Larry Page, ein Mathematiker aus Stanford. So, ich habe da natürlich mich mal selbst gegoogelt, dann sehen Sie alles Mögliche, was Sie von mir finden. Wenn Sie weiter durchklicken, kommt dann irgendwelche Werbung, die vorgeschlagen wird. Was für Sie wichtig ist zu verstehen, ist, dass Google jedes Jahr 600 Änderungen am Algorithmus oder an der Search Engine vornimmt. Manchmal bekommen diese Änderungen einen Namen und werden kommuniziert. Besonders interessant ist hier der Hummingbird-Update, Kolibri zu Deutsch. Das heißt, wenn Sie es beobachtet haben, Sie können in Google eine Frage eingeben, so wie Sie es semantisch auch artikuliert hätten, als Satz. Und dann kommen Ergebnisse zurück, die sehr, sehr treffsicher sind. Wenn Sie mit einem professionellen Informatiker arbeiten, können Sie sich mal daneben setzen, schauen sich das an. Wenn die ein IT-Problem haben, geben die 1:1 in die Google Search-Zeile ein, wie die Fragestellung ist, und dann kommen sehr, sehr dezidierte Ansätze. Wenn Sie es kommerziell nutzen, Google ist ein Unternehmen, das quasi unlimitierte Ressourcen hat. Das kommt durch Google AdWords. Das heißt, das ist die Art und Weise, wie Google monetarisiert. Das sind diese kleinen Anzeigen, die eingeklinkt sind, wenn der Google Search abgeschlossen ist. Ansonsten gibt es viele andere Möglichkeiten und Anwendungsbeispiele für künstliche Intelligenz. Sie wissen ja, Deutschland hat eigentlich als Backbone die Kfz-Industrie. Jetzt haben wir hier in Frankfurt gerade gestern die IAA verloren. Wenn man das mal ein bisschen mehr aus der Helikopterperspektive sieht, haben wir noch ein ganz anderes Thema. Ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben. Es gab jetzt die Brandrede von dem VW-Vorstand, der gesagt hat, Deutschland redet momentan über die Dieselkrise. Wir haben ja ganz andere Probleme. Und wir freuen uns, dass der Elon Musk jetzt in Berlin auch eine Fabrik baut, in Rekordzeit. Er will in anderthalb Jahren schon Autos fertigstellen. Die Thematik ist letzte Woche vom Handelsblatt aufgegriffen worden. Die Herausforderung, die deutsche Kfz-Industrie hat, ist nicht, dass wir einen Dieselskandal haben und den Anschluss möglicherweise in Elektromobilität versäumen. Die Herausforderung ist, dass die deutschen Kfz-Hersteller keine Ahnung haben, wie man mit den Daten arbeitet und nicht in der Lage sind, KI im Kfz-Bereich einzusetzen. Da ist der Elon Musk viel weiter. Der hat jetzt schon Satelliten im All, die alle Daten von den Tesla-Autos, die man sicherlich kritisieren kann, abgreifen. Und das ist die Herausforderung, die wir haben werden. Es gibt andere Beispiele noch, hunderte von Use Cases für künstliche Intelligenz. Wenn Sie sich anschauen, beispielsweise, wie so ein Feuerwehrmann heute agiert, das sind ja richtig schlimme Brände, die da bekämpft werden müssen, dann ist es so, dass eine der größten Problematiken ist, wenn so ein Feuerwehrmann in einen Raum geht und der ist rauchgefüllt, dass es eine hohe Quote an Feuerwehrleuten gibt, die sterben. Und zwar nicht wegen Rauchentwicklung, sondern ganz einfach, weil sie die Orientierung verlieren. Heute haben sie durch die Bilderkennung, durch Big Data,
und die Algorithmen, die Möglichkeit, dass der Feuerwehrmann immer genau seine Position feststellen kann. Kalifornien wird damit experimentiert und dass die Todesquote dramatisch gesunken. Anderes Beispiel für künstliche Intelligenz ist beispielsweise die Verbrechensbekämpfung. Sie haben heute die Bildpunkte, die problemlos abgegriffen werden können bei der Gesichtserkennung. Da gibt es Länder, die sehr, sehr erfolgreich sind in der Terrorismusbekämpfung und auch bei dem Verfolgen von Verbrechen. Ja, also wir brauchen da gar nicht so weit zu gehen. Unsere Nachbarn, die jetzt den Brexit beschlossen haben, sie wissen es selbst, wenn sie in London unterwegs sind, haben sie an jeder Ecke eine Videokamera. Und bei uns ist die Strafverfolgung aufgrund der Datensicherheit hier etwas gehemmt. Sie entsinnen sich, der Aris Amri, das ist der Terrorist, der auf dem Berliner Weihnachtsmarkt damals mit dem Truck die Menschen gekillt hat. Der hat hier noch in die Kamera gewunken, aber die Daten sind nicht mehr ausgewertet worden. In Amerika, in England ist es komplett anders. Scotland Yard stellt sofort die Daten der verdächtigen Personen ins Netz und die sind auch alle verfügbar. Und dann wird mit Bilderkennung gearbeitet und so kann sehr schnell bei dem Law Enforcement zugegriffen werden. In China, die Chinesen sind ja noch weiter, weil die gar kein Unrechtsbewusstsein haben im Hinblick auf den Datenschutz. Die chinesische Gesellschaft geht davon aus, dass die Daten, die wir hier in Europa, die über den E-Commerce oder andere Aktivitäten generiert werden, dass die dem chinesischen Staat gehören. Deshalb ist China so führend im Hinblick auf die Entwicklung von KI. Das heißt, alle Daten sind verfügbar und die chinesische Polizei arbeitet mit dieser Brille, bei der direkt die Daten von potenziellen Verbrechern auf die Pupille, hier in diesem Fall der Polizistin, projiziert werden. Und dann weiß sie immer genau, ist es jetzt ein gefährlicher Mensch, was ist die Historie, wie kann ich die Situation einschätzen. Es ist kein Science Fiction, was ich Ihnen erzähle, es ist ein Produkt, das aktiv von Amazon in China vermarktet wird. So, und dann gibt es, das waren jetzt Beispiele für schwache KI, es gibt aber auch starke KI und bei der starken KI geht es immer darum, das menschliche Gehirn zu replizieren. Und das kann nur funktionieren, wenn Sie mit sogenannten selbstlernenden Algorithmen arbeiten. Ein selbstlernender Algorithmus ist nichts anderes als eine Software, die Kausalzusammenhänge erkennt und sich dann selbstständig weiterentwickelt. Also momentan ist es so, wenn Sie Computeralgorithmus programmieren, haben Sie Software-Designer, Architekten und Coder, die das entwickeln. Und die Diskussion und das Schreckensgespenst, was Sie immer hören, dass die Maschinen die Führung oder die Verantwortung über die Menschen übernehmen, das kommt durch diese selbstlernenden Algorithmen. Da gibt es viel Panikmachen, wenn man sich das über die Zeitachse anschaut, ist es relativ einfach überschaubar. Wie gesagt, seit den 1950er Jahren gibt es Artificial Intelligence. Dann je nachdem, was Sie für eine Literatur und für eine Zeitachse lesen, gab es seit den 80er Jahren Machine Learning und seit den 2000er Jahren haben wir das sogenannte Deep Learning. Ich könnte da jetzt lange drüber reden, aber im Prinzip ist es so, dass so ein neurales Netzwerk, das versucht wird zu replizieren, also die Replikation des menschlichen Gehirns, nichts anderes macht als aus Big Data, das heißt die Daten, die umfangreich zur Verfügung stehen, Pattern, das heißt Mustern zu erkennen, einen Trend zu erkennen und dann mit dem Machine Learning Deep Learning Effekte realisieren. Ist schwierig, ist ein komplexes Feld, ist auch nur möglich durch Big Data, die mittlerweile zur Verfügung stehen, ausgewertet werden können. In dem Zusammenhang hören Sie auch immer von der Software Python. Das ist das angesagte Programm, das heute genutzt wird, um Big Data zu realisieren. Jetzt will ich Sie auch nicht überfordern, sondern ich will einfach nur, wenn Ihnen eins hängen bleiben soll, hier sagen, was ist starke KI und was ist schwache KI. Prinzipiell ist es natürlich irritierend, dass so ein tolles Forschungsgebiet wie künstliche Intelligenz mit den Attributen schwach und stark assoziiert wird. Aber so ist nun mal die Forschung strukturiert. Was ich Ihnen eben gezeigt habe, waren alles Beispiele von schwacher KI. Es gibt aber auch starke KI und das ist alles, was Sie im Science-Fiction-Bereich sehen. War jemand in Star Wars, in dem aktuellen Movie? Alles, was Sie da sehen, ist starke KI. Ja, also Sie haben hier den R2-D2, der spricht so eine binäre Sprache mit dem BB-8.
Aber die interagieren miteinander und die interagieren auch mit Menschen. Dann haben Sie hier unseren Freund, den C3PO, spricht 6 Millionen verschiedene Sprachen, kann problemlos mit der Prinzessin Leia kommunizieren, hat aber null Empathie. Also der kann sprechen, der kennt auch alles, ist eine sehr hochentwickelnde KI, hat aber keine Empathie. Sie entsinnen sich, wenn die da auf dem Markt sind beispielsweise und erklärt dann irgendwas über Zuckerbonbons, wie auch immer, keine Empathie. Jetzt gehört diese Star Wars brennt ja mittlerweile Disney, das heißt die besten Hollywood-Leute in Los Angeles arbeiten auf dieser Marke Star Wars. Und da gibt es hier diesen kleinen Föhn auf Rädern. Das ist der sogenannte BO, der hat Empathie. Also er kann eine menschliche, humanoide Sprache sprechen. Und wenn die Prinzessin Leia stirbt, sorry, ich muss das jetzt spoilern für diejenigen, die noch nicht in dem Film waren, sagt er, ich vermisse sie, I miss her. Und das ist Digital Consciousness, Digital Empathy. Das ist sehr, sehr schwierig zu programmieren und zu coden. Und es wird noch viele Jahre dauern, bis das funktioniert. In der Computerspieleindustrie, in der Videogamesindustrie gibt es da erste Ansätze. Aber das ist sicherlich die höchste Form dann von künstlicher Intelligenz. Wenn Sie dem ganzen Thema sich nicht nähern wollen aus der Sicht von Hollywood, sicherlich die einfachste Art und Weise, sich alle Science-Fiction-Movies anzuschauen, kann man es natürlich auch aus wissenschaftlicher oder populärwissenschaftlicher Perspektive machen. Da gibt es einen Professor von der City University of New York, der Professor Kaku, dem ist es gelungen, den aktuellen Stand im Hinblick auf starke KI darzulegen. Und der fokussiert sehr stark auf diese Bewusstseinszustände. Ja, das heißt, im Prinzip geht es ja darum, das menschliche Gehirn zu replizieren. Und das menschliche Gehirn ist mit seinen 1,4 Kilo in der Lage, Bewusstseinszustände herzustellen. So, der differenziert hier zwischen Pflanzen, Reptilien und Humanoiden. Und wir sind in der Lage, so einen Bewusstseinszustand herzustellen. Hier unser Alligatorfreund, ja, der hat ein Gehirn, das hat nur eine Größe von der Walnuss und es ist unmöglich, wenn Sie so ein kleines Gehirn haben, einen Bewusstseinszustand herzustellen. Das heißt, wenn wir in der Lage sind, zum Mond oder demnächst zum Mars zu fliegen, so eine Raumstation wie die ISS zu betreiben, liegt der Alligator im Prinzip nur im Sumpf von Florida rum und hat nur eine Intention, er will sich replizieren und fressen. Und das hängt mit der Größe des Gehirns zusammen. Das menschliche Gehirn ist, wie gesagt, mittlerweile weitestgehend erforscht. Und was wir versuchen in der Informatik, ist ganz einfach, hier diese verschiedenen Bewusstseinszustände zu erlangen. Das nennt man Cyber Consciousness. Dann gibt es intelligente Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist der Ray Kurzweil, der Director for Engineering bei Google, einer der bestbezahlten Manager, die es sicherlich in diesem Bereich gibt. Und der forscht daran, an dem sogenannten Mind-Cloning. Das heißt, Mind-Cloning bedeutet nichts anderes als die Replikation unseres Gehirns. Hört sich jetzt für Sie ein bisschen Science-Fiction-mäßig an, soll aber laut Ray Kurzweil in 10 Jahren realisiert sein. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn Sie oder jemand aus Ihrem Verwandtenkreis Alzheimer, Demenz oder Gedächtnisverlust hat. Das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Sie können nicht mehr mit der Oma sprechen oder Sie erkennen Ihre Kinder nicht mehr. Das ist eine ganz schlimme, traumatische Diskussion. Versuchen Sie, das Thema Mind-Cloning mal auf so einer Cocktailparty anzusprechen. Da gehen die schlimmsten Bilder den Menschen durch den Kopf, dass das Gehirn geöffnet wird, dass irgendwelche Synapsen mit Elektroden verbunden werden sollen. Das ist alles Nonsens. Das wird ganz anders kommunizieren. Und zwar, wenn Alzheimer diagnostiziert wird, dann wird 10 Jahre lang ab dem Diagnosezeitpunkt hier mit so einer Google-Brille, die im medizinischen Bereich mittlerweile vermarktet wird, werden die Daten aufgezeichnet, alles was Sie sehen, ja, alle Bildpunkte, alles was Sie sehen. Dann wird alles aufgezeichnet, was mit Spracherkennung zu tun hat, was ich am Anfang erwähnt habe. Sie sind ja ständig, sowieso immer alle sind wir am Smartphone, das heißt, alle Smartphone-Aktivitäten werden 10 Jahre aufgezeichnet. Genauso ist es auch mit Social Media. Das Ganze wird dann sind diese sogenannten Big Data, Ihre Big Data verfügbar. Das Ganze wird über einen Algorithmus laufen gelassen. Wenn dann der Zustand der Demenz eingetreten ist, wird ein Device, das ist ein bisschen unklar, ob es das Smartphone ist oder irgendwas anderes, wird dann in der Lage sein, Ihr repliziertes Gehirn durch Neurotransmitting an Sie zu übertragen.
So, und dann haben Sie die Diskussion, die es auch gibt mittlerweile. Ja, wie fühlt sich das denn für Sie an, wenn es nicht mehr Ihr eigenes Gehirn ist? Sie sind dann ein Cyborg. Oder wenn das bei Ihrer Oma passiert, ist die Oma ein Cyborg. Und wie fühlt sich das an dann in der Interaktion, wenn Sie miteinander kommunizieren? Das sind Themen, die sind momentan unbeantwortet, aber wir sind auch alle recht jung hier im Raum. Wir werden das erleben, das ist kein Science-Fiction. Das heißt, die Digitalisierung ist weit vorangeschritten. Wie Sie hier sehen, wenn man nochmal zurück auf den Professor Kaku kommt, der hat dann mal versucht, die Analogie in die Tierwelt zu ziehen und zu sagen, okay, völlig klar, KI, das ist die Zukunftstechnologie, an der wir viel Freude haben werden, einige Herausforderungen haben werden, aber wie ist denn momentan der Stand der Dinge, wenn man das vergleicht mit anderen Lebensformen? Und da ist der KI-Stand der Dinge so, dass er das vergleicht mit einer Stechmücke. Eine Stechmücke weiß, wenn sie anfliegt, sticht sie sie und muss dann aber auch schnell wieder wegfliegen, ja, weil sie einfach weiß, ansonsten wird sie geschlagen oder getötet. Das ist momentan der KI-Stand. Man muss einfach angucken, wie sich das Ganze über die Zeitachse entwickelt. Wenn Sie das Thema interessiert, kann ich Ihnen einen Tipp geben. Wenn Sie in Star Wars waren, kennen Sie auch Iron Man sicherlich. Google, das Unternehmen, das mit YouTube sicherlich eines der stärksten oder ausgeprägteste Know-how hat im Hinblick auf AI, hat jetzt eine Serie rausgebracht, populärwissenschaftlich, mit dem Iron Man, The Age of AI, sehr sehenswert, läuft unter YouTube Originals. Jetzt will ich das Thema KI mal verlassen, weil die Zeit doch fortgeschritten ist. Wir fliegen jetzt mal, wenn Sie mir das Bild erlauben, zu dem nächsten Thema, und das ist die Blockchain. Ja, anderes Buzzword. Wir sind hier in Frankfurt am Main, Sie sind am Fachbereich 3, idealerweise sind Sie alles Alumni oder Studenten. Und natürlich setzen wir uns auch hier auseinander mit dem Thema Wirtschaft und Recht, so heißt ja auch dieser Fachbereich. Das heißt, die Währungen sind auch wichtig, da erzähle ich Ihnen gleich was drüber. Weil Sie aber Alumni sind, vielleicht nochmal zwei, drei Worte, wer Ihnen das erzählt oder wer ich bin. Ich habe hier selbst studiert, bin Professor für Wirtschaftsinformatik, Fokus auf E-Commerce, Games und künstliche Intelligenz. Hier sehen Sie das, ich bin relativ alt. 1990 habe ich abgeschlossen, damals gab es noch sowas wie ein Diplom-Betriebswirt. Heute schließen hier alle ab mit einem Bachelor, Master oder mit einem PhD. Ich habe dann promoviert 2010 und 2018 wurde ich Professor für Wirtschaftsinformatik. Bin sehr glücklich hier, aber einmal im Jahr bin ich auch an der SRH-Hochschule in Heidelberg und da geht es dann um Augmented Reality, Game Development, verschiedene Aktivitäten. Vorher habe ich andere berufliche Stationen durchlaufen. Ich erzähle das nur, weil Sie Alumni sind. Ich war European Brand Manager für die größte Spielwarenfirma dieser Erde, habe natürlich auch hier in Frankfurt gearbeitet, bei Sony PlayStation, deshalb habe ich eine hohe Games-Affinität. Habe dann für Paramount gearbeitet, das Hollywood-Studio, war lange in Los Angeles und habe dann in den osteuropäischen Märkten in Moskau die Games von Atari und Namco Bandai vermarktet. Ansonsten habe ich zwei Bücher geschrieben, da gehe ich jetzt nicht drauf ein auf diesen Promotion-Part, die Kärtchen habe ich Ihnen verteilt, aber wenn das Thema Sie interessiert und wenn sogar der Dekan das geschenkt bekommen hat, schauen Sie halt mal rein. Also es ist relativ erfolgreich. Natürlich habe ich als E-Commerce-Prof auch eine eigene Webpage, die regelmäßig aktualisiert wird, einen YouTube-Channel. Genau, ansonsten bin ich ständig in Deutschland unterwegs und halte ungefähr einmal im Monat einen Vortrag. Geht der Ton noch, wenn ich mal jetzt zwischen, ist das alles okay? Ja, okay. So, und dann, das interessiert die Studenten meistens, die Älteren unter Ihnen wird es jetzt nicht so beeindrucken, aber ich bin der einzige Deutsche oder einer der wenigen Deutschen, die schon mal bei Star Wars auf der Skywalker Ranch waren, bevor George Lucas das verkauft hat und am Originalset von Star Trek. Manche finden es beeindruckend, ich erwähne es mal, ich habe es Ihnen einfach mal eingeklinkt, so. Ansonsten gibt es hier, hatte ich noch, wie gesagt, ich war bei Sony PlayStation eine lange Zeit hier in Frankfurt, das führende Unternehmen, wenn es um Videogames geht und Atari, den Erfinder des kommerziellen Videogames. Wir haben unter anderem das Game entwickelt, The Witcher, das jetzt sehr, sehr erfolgreich vermarktet wurde auf Netflix. So, und an dieser Stelle, der eine oder andere wird es wissen, der Witcher ist sehr mystisch. Wer ist denn Satoshi Nakamoto? Wer weiß das? Wissen wir das? Wer weiß das? Du weißt, wer das ist? Du weißt. Genau, man weiß nicht, wer es ist. Das ist der Mensch, das sind die Menschen,
die uns den Bitcoin-Code, den Blockchain-Code geschenkt haben. Es ist anonym Snaps gestellt worden. Es gibt alle möglichen Theorien, wer das ist, der von uns gegangene Steve Jobs. Irgendjemand hat gesagt, es war Jeff Bezos, der Gründer von Amazon. Man weiß es einfach nicht. Bis heute, nach 10, 11, 12 Jahren, nicht klar. Es ist aber eine Technologie oder ein Code, der sehr, sehr erfolgreich ist, von dem Sie gehört haben über den Bitcoin. Ja, also das Thema ist ja explodiert. Viele Menschen haben sehr viel Geld verdient. Viele Menschen haben sehr viel Geld verloren. Da gab es eine Volatilität im Hinblick auf die Kursausschläge von 300.000%, wenn Sie sich das vor Augen halten. In der Spitze gab es 3.500 verschiedene Kryptowährungen. Mittlerweile ist das wieder ein bisschen mehr konsolidiert. Das Ganze funktioniert nur durch Code. Ich habe Ihnen das mal hier exemplarisch dargestellt. Und im Wesentlichen war dieser Herr oder Frau Nakamoto derjenige, der uns diese Blockchain-Technologie gebracht hat. Wenn man es ein bisschen aus der akademischen Perspektive sich anschaut, ist das eine Teildisziplin der sogenannten Distributed Ledger Technology. Und dann gibt es Menschen, die sagen, hey, das ist ganz wichtig, das ist die wichtigste IT-Entwicklung unseres Jahrtausends, genauso wichtig wie die Entwicklung vom Web 1.0 zu Web 2.0. Es gibt aber auch Kritiker, die sagen, das ist eine Sau, die momentan durch das digitale Dorf getrieben wird. Entschuldigen Sie, saloppe Wortwahl, aber das ist im aktuellen Bestseller von Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl so niedergeschrieben worden. Das heißt, es hat sicherlich Potenzial, da ist auch Wertschöpfung generiert werden, man muss einfach gucken, was damit passiert. Ansonsten ist die Blockchain nichts anderes als eine softwaregestützte dezentrale Handelsplattform für Digital Assets, eigentlich ein zentral geführtes Kassenbuch, bei denen Transaktionsdaten registriert werden und nicht gefälscht werden können. Ansonsten besteht so ein Block ganz klassisch, ich habe Ihnen das mal hier exemplarisch mitgebracht, aus verschiedenen Elementen, das heißt die Version natürlich, Reference, Zeitstempel, Schwellenwert und da wird dann verortet die Transaktion. Das heißt, wenn Sie einen Bitcoin kaufen, geht diese Transaktion in den Block, wird aufgenommen, konsolidiert mit anderen Transaktionen, wird konsolidiert und nach dem Rechenvorgang wird dann dieser Block in eine Kette gebracht. Da kommt der Name her. Ja, das ist eine Kettenstruktur, das heißt, die Blöcke werden aneinander gebunden durch verschiedene technische Möglichkeiten und das führt dazu, dass nicht nur im Kryptowährungsbereich hier eine Technologie geschaffen wurde, sondern es gibt viele, viele Use Cases, nennt man das. Ja, also der Bereich, der auch hier für die Hochschule von Bedeutung ist, das Supply Chain Management, das ist eine Technologie oder ein Bereich, der sehr stark mit Blockchain mittlerweile arbeitet. Dann hören Sie immer wieder, im Legal-Bereich brauchst du eigentlich noch einen Notar heutzutage. Ja, wenn das eine Technik ist, die fälschungssicher ist, warum muss der Notar, wenn Sie ein Haus kaufen, Ihnen anderthalb Stunden dieses 40-seitige Dokument vorlesen? Kann man das nicht alles digital machen? Bisschen aktueller ist hier aufgeführt Food Safety. Sie entsinnen sich alle an diesen Wilke-Wurst-Skandal, diese ekelhafte Wurst, die da vermarktet wurde. Ich arbeite viel mit FMCG-Herstellern, Food-Herstellern, die haben große Hoffnung auf diese Blockchain gesetzt durch diese Food Safety. Das heißt, wenn Sie diese Technologie einsetzen, hier ist mal ein Beispiel von IBM genannt, können Sie genau nachvollziehen, wo wurden die Orangen geerntet und welche Kanäle durchlaufen Sie, bis sie dann bei Ihnen zu Hause auf dem Frühstückstisch stehen. Der jetzt leider verstorbene Professor Lorden hat nochmal aufgeführt, wie so eine Blockchain-Technologie genutzt werden kann in diesem Bereich. Das heißt, es wird ein Order platziert von einem Kunden, der läuft dann als Transaktion in den Block durch die sogenannte Peer-to-Peer-Technology, wird verifiziert, die Blöcke werden zusammengeführt und dann können Sie Production, Warehouse, Logistics professionell mit der Blockchain führen, bis diese Technologie ausgeführt wird. Jetzt komme ich ja aus dem Games-Bereich und natürlich ist die Games-Industrie immer eine Branche, die auf alle möglichen Trends springt. Es gibt ein Game, das heißt CryptoKitties. Da können Sie mit digitalen Kätzchen oder Katzen handeln. Das ist eigentlich ein langweiliges Spiel, aber es ist das erfolgreichste Blockchain-Game. Das ist deshalb langweilig, weil wenn Sie ein Videogame spielen, dann sind Sie darauf eingestellt, dass Sie eine sehr starke Interaktion haben, Augen-Hand-Koordination, dass es schnell geht.
spielen Sie mal CryptoKitties, total langweilig, weil erstmal ein Rechenprozess zustande kommt. Man schaut, wie ist die Preisbildung für diese CryptoKitties. Aber wenn Sie das spielen, es gab, und das ist verifiziert, Katzen oder Kätzchen, die für 100.000 Dollar gehandelt wurden. Da gibt es, wenn Sie natürlich tiefer einsteigen, dann auch Diskussionen, ja, ist da möglicherweise Geldwäsche involviert? Gibt es wirklich reiche Japaner, die 100.000 Dollar für so ein Digital Asset, sie haben nur diese Katze gehandelt, die so viel Geld dafür ausgeben. In der Tat gibt es die, wir nennen die in der Videogames-Industrie die Whales, das heißt, das sind Menschen, die sehr viel Geld für sowas ausgeben. Und das ist eine Art und Weise oder eine Technologie, die hier von Bedeutung ist. Ansonsten gibt es andere Kryptowährungen, das ist ein bisschen momentan in der Literatur ungeklärt. Ja. In jedem Videospiel haben Sie ja diese Coins, Tokens, Dollars, wie auch immer, gibt es hunderte von Varianten. Und wir haben gesagt, wir schauen uns das mal ein bisschen genauer hier an der Frankfurt University. Und haben verschiedene Forschungsprojekte laufen, im Wesentlichen sind es Bachelor- und Masterarbeiten, die sich dann mit Virtual- und Crypto-Assets auseinandersetzen, fragen, gibt es eigentlich sowas wie Videogames-Currencies? Und dann ganz, ganz wichtig, wie ist das mit Ingame-Items? Da sage ich nachher nochmal was dazu im Hinblick auf die KI. Ist im aktuellen Forschungsbericht nachzulesen, wenn Sie es interessiert, nehmen Sie sich einen mit oder schreiben Sie uns. Ansonsten gibt es auch CryCash. Crytek, Frankfurter Studio hier, die eine eigene Engine entwickelt haben, Vorzeigeunternehmen, wenn es um Videogames geht, die haben haben eine eigene Währung entwickelt. Ich will Ihnen jetzt nicht ins Detail die Matrix der Geldeinheiten dokumentieren. Ich wollte Ihnen nur zurufen, es gibt die Diskussion, sind diese Ingame-Items, die gehandelt werden, sind es Virtual Assets, sind es Videogames Currencies oder nicht? So, und jetzt kommen wir zu dem letzten Thema, und das mache ich auch relativ schnell mit ihm. Das heißt, wir steigen wieder hier so ein Raumschiff ein, verlassen die Erde, und diejenigen von Ihnen, die Sci-Fi oder Star Wars affin sind, wissen, dass hier schon mal Star Wars Raumschiffe Frankfurt angeflogen haben. Vor 3, 4, 5 Jahren ist es ins Netz gestellt worden. Da wurde der Frankfurt Airport als Imperial Starport umbenannt, wer regelmäßig im Flugzeug ist, so wie ich, weiß, dass das hier die Zubringer sind zur Landebahn, und diese Bilder wurden dann editiert. Ja, also hier so ein, wenn Sie eine Außenposition haben, das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, wenn Sie nachts irgendwo herkommen, müssen Sie immer mit so einem Bus rumfahren. Das heißt, der Fraport-Bus wurde in den Starport-Bus umgewandelt. So, was Sie hier sehen, das ist computergeneriertes Bild, das mit Realbild geblendet wurde. Das heißt, die Landschaft und hier das Beton und die Fahrbahn, das ist ein reales Frankfurt Airport Bild. Diese ganzen Star Wars Raumschiffe oder hier der AT-AT, die sind mit Augmented Reality hier editiert worden. Was ein Realbild ist, ist hier dieses Flugzeug von der japanischen Gesellschaft. Es gibt wirklich 4 Star Wars gebrandete Flieger, die auf Frankfurt anfliegen. Das heißt, wenn Sie das irgendwann mal sehen in Frankfurt, sind Sie nicht im falschen Film oder in Augmented Reality gelandet, das gibt es tatsächlich. Wenn Sie das Thema mehr interessiert, eines der erfolgreichsten Games momentan ist Star Wars Jedi Fallen Order. Sehr, sehr erfolgreich, in den Top 10 nach wie vor. Und Sie wissen auch, Disney hat Star Wars umpositioniert. Der letzte Jedi ist jetzt eine Frau. Sorry, dass ich das nochmal spoilern musste. Das war hart für uns Männer. Aber andererseits hat Star Wars uns als Zielgruppe ohnehin schon erschlossen. Von daher macht es Sinn, jetzt die Frauen als neue Zielgruppe zu erschließen. So, und was Sie hier mal sehen, auch aus dem aktuellen Star Wars Movie, sind sogenannte Augmented Reality Bilder. Das heißt, hier ist Realbild, das ist in der tunesischen Wüste aufgenommen worden, mit der Darstellerin, die Rey verkörpert, und ein Raumschiff ist hier kopiert worden. Das ist eine Technologie, die ist im Bereich der Gamification verortet, und Gamification hat verschiedene Elemente. Wir reden hier über Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality und Expanded Reality. Kommt aus dem Videogames-Bereich. Ja, wenn Sie schon mal so einen Shooter gespielt haben, wissen Sie, wovon ich rede. Wenn Sie es noch nicht gespielt haben, schnappen Sie sich mal irgendjemand, der 14, 15, 16 Jahre alt ist, und spielen Sie das mal. Es macht echt Spaß. Ziehen Sie auch mal so eine Brille auf. Machen Sie das nicht länger als 10 Minuten, weil es gibt Simulation Sickness, Motion Sickness, 20% der Menschen wird es schlecht, wenn sie so eine Brille aufhaben, aber es macht einfach Fun, es macht viel Spaß. Und das Gamification. Gamification wird mittlerweile auch eingesetzt im Virtual Reality Neuwagenverkauf. Wenn Sie hier so ein Audi sich kaufen,
wird eingesetzt bei der Aufzugswartung. Und wir sind mittlerweile in der Videogames-Industrie so weit, dass wir in der Lage sind, mit VR Bilder zu generieren, die sich schwierig von Echtbild unterscheiden können. Das war die junge Prinzessin Lea nochmal. Das Thema wird auch deshalb promotet, weil Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook, gesagt hat, sein Ziel ist es, 1 Milliarde Menschen für Virtual Reality zu begeistern. Momentan ist er von dem Thema noch ein bisschen weit weg. Andererseits ist Facebook auch ein Unternehmen, das die Ressourcen hat, 1 Milliarde Menschen, wir haben ungefähr 8 Milliarden auf der Erde, dafür zu begeistern. Das Thema als solches ist nicht neu. Schon vor 40 Jahren hat George Lucas das bei Star Wars eingeklinkt. Augmented Reality, das heißt, die Prinzessin Leia hat hier um Hilfe geboten. Und aus Star Wars Episode 1, können Sie sich vielleicht noch erinnern, gab es dieses Device. Das heißt, der Jedi ist auf der Suche nach einem neuen Raumschiff. Und es gibt eine Technologie, da arbeiten Koreaner und Japaner dran, dass sie ihr Smartphone nehmen und dann als Holographie quasi ihren Neuwagen, Gebrauchtwagen mit ihrer Frau oder Freundin kommunizieren können. Momentan ist es physisch noch ein bisschen schwierig, weil das Licht immer gebrochen werden muss, entweder durch Rauch oder durch Glas. Aber es gibt Technologien, dass das ohne diese physische Unterbrechung funktionieren wird. Deshalb gehen auch alle davon aus, dass VR und AR in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Hier nochmal ganz kurz, jedes Videogame ist Virtual Reality. Augmented Reality wurde vom Marktpotenzial her dokumentiert durch Pokémon Go, was vor 3 Jahren hohes Potenzial hatte. Und Gamification ursprünglich, wenn Sie in Literatur einsteigen, war definiert als die Anwendung spieltypischer Elemente in einem spielfremden Kontext, 20 Jahre alt. Mittlerweile ist die korrekte Definition der Einfluss von Videospielen auf Güter, Dienstleistungen, gesellschaftliche Prozesse. Da zeige ich Ihnen jetzt ein paar Beispiele. Diese Branche ist nämlich sehr erfolgreich. Erwirtschaftet 150 Milliarden US-Dollar. Deshalb finden Sie auch immer mal das Ganze wieder in den Medien. Ja, Games, Games, Games. Wir haben natürlich auch die Diskussion im Hinblick auf die Akzeptanz und Mediennutzung der Zielgruppen, aber de facto ist es so, quasi nach der Geburt, wenn Sie heute mit Videogames konfrontiert, das zieht sich durch alle Altersklassen und wir haben auch die wichtigste Zielgruppe, sind die sogenannten Grey Gamers, die über 50-Jährigen, die haben als Rentner Zeit, Games zu spielen und vor allem haben sie auch das Geld, das relativ teure Produkt Videogames zu kaufen. Ansonsten ist diese Branche wichtig, weil hier immer die Zukunftstechnologien getestet werden. Es gibt fast keine Technologie, die in der Videogames-Branche nicht schon getestet oder entwickelt wurde. Wir sind da sehr, sehr schnell. Und ich zeige Ihnen jetzt nochmal ganz schnell zum Abschluss fünf Beispiele und dann sind wir auch durch. Und dann können wir in den nächsten Vortrag oder zum Sekt trinken gehen. Alle selbstfahrenden Autos, Self-Driving Cars, sind basierend auf einer Technologie, die von Racing Games kommen. Das heißt, die Videogames-Branche gibt es ungefähr seit 45 Jahren. Es macht keinen Unterschied, ob Sie jetzt ein Videogame steuern oder ein reales Auto. Und da gibt es Technologien hier wie diese ideale Fahrkurve. Wenn Sie einen Jaguar kaufen, können Sie sich auf den Windscreen die Ideallinie projizieren lassen auf die Windschutzscheibe. Kommt aus der Videogames-Industrie. Dann die selbstfahrenden Autos. Es gibt ungefähr 50 Unternehmen, die sich mit Self-Driving Cars beschäftigen. Die bekanntesten sind Tesla, Google, Uber. Ich habe den jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Elon Musk. Der Iron Man eigentlich in der Realität, der Tesla und SpaceX gegründet hat. Das ist ein Ex-Videogame-Coder. Also seine ersten Millionen hat er verdient mit der Programmierung von Videogames. Das heißt, deshalb ist er auch führend bei den selbstfahrenden Autos. Ansonsten haben sie diese Bilderkennung bei Uber, hier bei Waymo, ein Google-Unternehmen. Diese selbstfahrenden Autos fahren im Wesentlichen mit Games-Technology. Dann Militärbereich, da haben Sie jetzt das Glück, dass Sie bei mir sind. Normalerweise erzählt Ihnen das niemand, weil natürlich, wenn Sie so ein Spiel spielen, und es hat eine Engine wie die Cry-Engine, sehen Sie, da können ganz tolle Bilder generiert werden. Da können alle möglichen VR- und AR-Aktivitäten simuliert werden. Die kann man natürlich im Games-Bereich, im Entertainment-Bereich einsetzen. Und da macht es auch Spaß, mal so ein Ballerspiel zu spielen. Ja, und Sie sehen, da haben Sie hier fotorealistische oder hyperrealistische Darstellungen. Aber jede dieser Engines hat natürlich eine Architektur und hat auch künstliche Intelligenz. Und die Technologie kann eingesetzt werden, das ist eine ganz neue Drohne, die das amerikanische Militär einsetzt. Natürlich kann so eine Game Engine auch eine Drohne in Afghanistan oder wo auch immer steuern. Und darüber wird auch nicht gesprochen.
wenn Sie Kinder haben, die Videogames spielen, dann haben Sie ja häufig die Kritiker. Nichtsdestotrotz wird dadurch die Augen-Hand-Koordination gestützt. Und immer wenn ich in Heidelberg bin, frage ich die ethische Frage, das sind also Studenten, die schwerpunktmäßig Games studieren, würden Sie für den militärischen Bereich arbeiten? Ungefähr 20% sagen, ja, ich habe damit keine ethischen Probleme, 80% lehnen das kategorisch ab. De facto ist der Unterschied, ob Sie jetzt so eine Drohne 15.000 Kilometer entfernt mit einem Controller steuern oder ein Videogame spielen, das sind dieselben Fähigkeiten. Und wenn Sie sich anschauen, was die Frau Kramp-Karrenbauer macht, die Bundeswehr hat ja Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu rekrutieren, dann stellt die heute nicht mehr so Soldaten ein, wie wir die früher kennen, also durchtrainiert, kampferprobt, sondern es sind teilweise übergewichtige Videogamer, die einfach in der Lage sind, solche Technologien zu nutzen. Erzählt Ihnen kein Mensch, aber Sie sollten es mal genau von mir gehört haben. Genauso können Sie natürlich auch U-Boote simulieren mit Game Engines, funktioniert alles. Dann ganz kurz, ich gebe jetzt ein bisschen Gas, Monetarisierung mit künstlicher Intelligenz, der Videogames-Markt hat sich geändert. Mittlerweile werden in Deutschland, wir sind ein relativ kleiner Games-Markt, 1 Million realisiert mit sogenannten In-Game-Käufen, das heißt das Microtransactions, und das wird immer wichtiger. Ich habe Ihnen mal hier so ein Top-Spiel mitgebracht von Ubisoft, Ghost Recon. Das heißt, wenn Sie virtuelle Güter kaufen, gehen Sie hier in so einen Shop, schauen sich an, was für eine Waffe brauche ich denn? Je leistungsfähiger die ist, desto einen höheren Preis hat die natürlich auch. Oder Sie sagen, nee, um in dem Spiel erfolgreich zu sein, brauche ich besondere Fahrzeuge. Je nachdem, wie erfolgreich das Fahrzeug oder wie leistungsstark das Fahrzeug ist, laden Sie das dann runter, haben Virtual Asset. Und dann haben wir das Thema dieser Free-to-Play-Games. Das heißt, Sie können die Videospiele heute kostenlos spielen und die werden dann monetarisiert mit In-Game-Items. Ja, das erfolgreichste Spiel, was vermutlich Ihre Kinder oder jüngere Menschen spielen, ist Fortnite, das momentan erfolgreichste Videospiel. Das wird monetarisiert mit künstlicher Intelligenz. Das heißt, Sie spielen das Spiel ist online und aufgrund des Spielverlaufs erkennt das KI-System, okay, jetzt haben Sie schon 10 Minuten mit der Axt versucht, diese Tür einzuhauen. Willst du nicht für 99 Cent Game-Time kaufen? Die Tür geht sofort auf. Jetzt bist du schon 3 Minuten lang mit dem schlechten Vehicle, Kfz, kommst du über den Hügel nicht drüber. Möchtest du nicht für 1,20 Dollar ein leistungsstärkeres Auto kaufen? Das heißt, das In-Game-Item wird heute nicht mehr manuell verkauft, sondern die KI ist in der Lage, durch selbstlernende Algorithmen diesen Prozess zu begleiten. Dann haben Sie gehört natürlich von Cloud Gaming, das ist ein Wort, Sie haben gehört von Google Stadia, das ist in Deutschland gefloppt, weil wir so eine schlechte Datenübertragungsrate haben. Also wir haben ein Digitalisierungsthema in Deutschland. Es ist einfach zu langsam. Ja, das heißt, wenn Sie Google Stadia spielen und mit unseren Übertragungsraten, die wir in Deutschland haben, werden Sie von jemand gekillt, wenn Sie ein Shooter-Spiel spielen, der in Ägypten sitzt, bei der Cheops-Pyramide, weil Ägypten ein leistungsfähigeres digitales Netz hat als wir. Und das ist einer der Gründe, warum das nicht erfolgreich ist. Das heißt, hier müssen wir ein bisschen Gas geben im Hinblick auf die Regierung. Jetzt will ich aber nicht off-topic gehen. Es gibt noch Serious Games. Vor 20 Jahren hat man über Gamification gesprochen. Heute spricht man über Serious Games. Das sind im Wesentlichen Simulationen. Ja? Die Menschen haben alle möglichen Phobien. Sie können heute Spinnenphobien heilen im Rahmen von Gamification. Mit VR, ohne VR, Flugangst bekämpfen. Es gibt alle möglichen Möglichkeiten, die durch diese Serious Games realisiert werden. In Finnland werden die Krankenschwestern trainiert mit diesen Simulations-Games. Und die Air India beispielsweise setzt für das, nicht für das Cockpit-Personal, sondern für die Flugbegleiter Simulatoren ein, also Games, Flugsimulatoren, bei denen simuliert wird, okay, beide Piloten sind tot und du, Stewardess, die normalerweise in Saft verteilt, muss das Flugzeug landen. Das wird dann, das wird simuliert mit diesen Games, das nennt man Serious Games. Wenn Sie interessiert, da gibt es eine Datenbank, jetzt komme ich wirklich zu dem letzten Punkt, die experimentelle Chirurgie. Mögen Sie alle lang leben? Also ich habe mir vorgenommen, 105 Jahre alt zu werden. Wenn ich das erzähle, lachen sich immer alle Menschen kaputt. De facto ist das technisch möglich. Sie müssen aber bereit sein, sich zum Cyborg umbauen zu lassen. Ja? Ich habe künstliche Zähne, ich gebe jetzt irgendwann ein künstliches Hüftgelenk, möglicherweise kriege ich mal einen Herzschrittmacher, wie auch immer. Wenn man alle diese Bauteile sich austauschen lässt, gibt es die Möglichkeit, 105 Jahre alt zu werden.
Auch das ist möglich durch Videogames-Technologie. Als ich das erstmal gehört habe, konnte ich das nicht glauben, aber es ist kein Science-Fiction, was ich Ihnen erzähle. Microsoft hat diese HoloLens entwickelt. Mittlerweile gibt es die HoloLens 2. Das ist der Vorstandsvorsitzende von Microsoft. Der hat in seinem Buch, das vor 2 Jahren beschrieben wurde, erklärt, wie hat er Microsoft gemanagt, wie hat er den Turnaround hingekriegt und was hat die Games-Sparte von Microsoft geleistet. Und es ist heute so, dass sie mit der HoloLens im medizinischen Bereich, also diese Technologie wird nur im B2B-Bereich mit dem Schwerpunkt im Gesundheitswesen eingesetzt, alle möglichen Augmented-Bilder sehen können. Ja, das sind hier Use Cases von Microsoft. So, und das sind echte Bilder jetzt aus der Charité von Berlin, das ist das größte Krankenhaus hier in Deutschland. Das heißt, wenn Sie viel trinken, gibt es die Möglichkeit, dass Sie Leberkrebs bekommen. Ich will jetzt nicht die Stimmung hier runterziehen und nachher können Sie trotzdem den Sekt trinken, ich trinke auch weiter. Was dann passiert ist, normalerweise ist es so, dass während der Operation die Bilder der Computertomographie immer wieder gescannt werden und die OP wird angehalten. Der Chirurg sagt, okay, kannst du mir nochmal das Bild zeigen, wie auch immer. Wenn Sie in Berlin sich operieren lassen, sagen Sie, sind bereit, sich experimentell operieren zu lassen, passiert Folgendes. Die Chirurgen arbeiten mit dieser HoloLens und dann schauen die sich nicht mehr diese schwarz-weiß Computertomographie-Bilder an, sondern die Daten werden in eine Game Engine exportiert, die generiert einen Mesh, also ein dreidimensionales Objekt. Und dann sehen Sie hier den Leberkrebs. Und bevor dann geschnitten wird, kann der Chirurg sagen, kannst du nochmal das um 90 Grad drehen? Und dadurch werden nachweislich die OP-Fehler reduziert. In ganz komplizierten Fällen, weil es ja IT-gestützt ist, kann man dann auch irgendwelche Leberkrebsexperten aus anderen Städten zuschalten. Keine Science-Fiction, mögen Sie nie Leberkrebs bekommen, aber es gibt große Entwicklungen im Gamification-Bereich aus dem Gesundheitswesen. Das Ganze geht auch in Heidelberg, das sind die 2 führenden Kliniken in diesem Bereich. Ist kein Science-Fiction, ich habe Ihnen hier ein paar Bilder von so einem Chirurgenkongress mitgebracht. Und das ist auch schon mein vorletztes Chart. Mögen Sie immer gesund sein, möge die Macht mit Ihnen sein. Ich habe mich gefreut, dass Sie so lange zugehört haben, wenn der Dekan sogar meine Bücher liest. Schauen Sie mal rein, ich signiere es Ihnen auch gerne mit der Hand oder Sie geben mich einfach in Google oder YouTube ein. Es gibt nicht so viele Menschen, die Anderi heißen. Ansonsten danke für die Aufmerksamkeit und viel Spaß noch bei der Alumni-Veranstaltung heute. Danke, danke, danke.